Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Zoom-Meeting. Es ist ein echtes Meeting, ich bin der einzige Teilnehmer. Aber könnt ihr eure Fragen und Meinungen in den Kommentaren niederlassen, hinterlegen. Und dann werden wir sehen, wie das Interesse an dem vorhanden ist. Es geht also um floristische Kartierung, die Erfassung und Aufzeichnung von Pflanzen, um ihre Verbreitung zu ermitteln. Habe ich selbst nichts vorbereitet. Was ihr lesen könnt. Und geht dann mal auf. Also was es alles ist, steht hier soweit. Das Ziel ist ein hohes Ziel, aber was vielleicht nicht ganz erreicht wird, aber der immer näher kommen kann. Weil er schon seit ohne dass er versucht wird. Hier steht, was man als Voraussetzung hat, um da mitzumachen. Ich war das jetzt schon über 30 Jahre. Es wird immer leichter mit der Zeit. Muss ich sagen. Man kennt ja die meisten. Die häufigen Pflanzen kommen ab Anhieb und andere sind relativ schnell bestimmt. Natürlich ist es noch besser mit der ganzen Technik. Aber wenn sich alle Fiese verlassen müssen, sondern schon etwas Ahnung haben über Aufbau der Pflanze und Merkmale von Familien und so weiter. Das alles kommt in meinen ganzen Kursen, im ganzen Angebot noch. Aber ich zu. Ich mit anderen Möglichkeiten, nicht euch allein, aber vielleicht also andere gerade meine Methode. Das ist eigentlich Bücher aufgesetzt, die man dafür nutzen kann. Und auch andere Sachen. Ich zeige mal bei anderen Seiten, die auch selber aufsuchen später. Ja, die Pflanzenbestimmung geht mit auf dem Weg. Das man verschiedene Merkmale auf, sehe ich ja. Das mal ausblenden, Sekunde. Und dann zum Beispiel, also haben wir einen Baum gefunden, das erste Merkmal. Das ist eine Reihe von Bäumen, die man schon könnte. So ist das jetzt. Die Höhe 20 bis 30 Meter. Haben wir ein weniger. Haben wir das so geschafft, sagen wir einmal nicht. Die Blütezeit, sagen wir im Mai, noch weniger, von den Blättern, hinten ist eine Urform, der Baum kommt in im Wald vor, das wird angegeben, eher milder doch im Blättern vor, haben wir noch, das Beispiel ist sehr dunkel. Das ist ungünstig. Wir versuchen das höher zu machen. Na gut, haben wir die Bäume. Das wollen wir noch wissen. Es ist ein Laubbaum mit glatten Blättern. Immer einige da. Und was noch? Ein Blattrand, ja. Also etwas. Was heißt mit Farbe? Und noch zwei Arten übrig. Dann können wir gucken, was es sein könnte. Was war das Geistblatt gefunden? Na gut. So weit, so gut. Ich würde zu dem eigentlichen Brandnetz. Machen wir eine Handy-App, die ich auch gelöst habe. Aber es ist wirklich interessant. Aber das ist mal ein Blick da rein. Dort wird ein Fotos verlangt, die auch halt ist. Und hin. Na gut, das hatte ich schon im Moment. Also mal.
Jetzt kommt es zum Handy. Das ist eine Flora-Inkognita. Ich selber nutze. Mach's mit KI und ziemlich gut, aber nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, Grundkenntnisse würde man sich schon aneignen. Das ist nicht das Handy, sondern die Website, in der eigentlich erklärt wird. Da kann man jetzt haben. Ich weiß, was erkennen, ein Foto machen, dann meine Wurfdaten aufzeichnen und kann das dann exportieren. Auch eine Karte übrigens. Na gut. Da gibt es auch. Gut, ich habe weniger interessant als in der Realität am Handy. Wenn Sie vorher mitmachen. Also ich habe das Anfang gehabt, war schon gerne, aber hat sonst vielleicht nicht allzu viel Ahnung von Bildpflanzen. Man kann sich hereinarbeiten. Mit Bestimmungsbüchern damals, heute mit, also mit diesen Schlüssel da, wo man sich besser entscheiden muss. Kann auch Bücher mit Bildern verwenden. Da habe ich auch einige aufgezählt oben. Die hat diese Bürsten, falls sie teilen. Das war am bekanntesten. Was bietet da so ähnliche Sachen gibt es da? Das haben wir schon. Ja, dann ja, wer kann mitmachen, wie gesagt. Wer ein bisschen ein Papier hat, wenn er was hat, wenn Baum und Gras unterscheiden kann, zum Beispiel, da kann schon ein bisschen was anfangen. Man kann das für eine bestimmte Gruppe fest machen oder für alle Fenster in der Umgebung, im Urlaub, am Wochenende oder nach Feierabend, stundenweise oder Wochen, ganz nach Bedarf. Man kann da das vormelden, ein Deutschland war zum Beispiel eine Anmeldung, das ist diese Seite hier. Habe ich gerade Anmeldung vor. Eingabe machen kann. Ich habe mich auch nicht angemeldet, das passt sicher nicht hin. Gut. Nächste Variante wäre in regionalen Vereinigungen. Die habe ich schon genannt, einer bin ich dann in der Sächsischen Arbeitsgemeinschaft. Ich selber Mitglied. Da kann man zu den gehen und sein lassen. Das gibt es dann immer auch. Die Seite könnt ihr selber googeln, umsuchen, ja, ich habe meine Internetseite verlinken. Dann will ich einen gut machen, sagst du mal online, wo ihr euch, wenn ihr gerade in so einem Verein sein wollt, auch beteiligen könnt. Hier haben wir eine erste Vorstellung, die ich auch schon gemacht habe in diesem Jahr. Da sind noch keine Einträge drin. Das ist nur die Grundkarte. Da wurde also nicht eingetragen. Das war's. Nächste Tag anfangen. Jetzt hier meine Bücher selber im Bild. Ich werde auch mal ein bisschen freigeben. Eine Zusammenfassung des Ganzen einer Präsentation, was ich heute erzählt habe. Machen wir es mal. Das war wiederholt. Und dann werde ich die ganze Sache. Wir machen es frei, so auf geht's. Da sind wir weg. Wenn ihr euch schon nicht zerstört. Moment, wo sind wir jetzt? Gut. Weiter. Das ist jetzt, wenn wir los. Klick.
Und wenn das so ist, wird da hingegoogelt später. Macht man ja weiter. Hat schon beendet. Ich gehe mal wunderlos. Weil wir schneller im Moment. Wenn man anders Bundesland. Wenn wir bei Württemberg, was auch gemacht wird. Nimmt dann Zeit mit euren Anwälten und so weiter. Und übergeht persönlich in den Welten. Gut, was wir eingehen. Das war schon alles. Gut, ist das ist genug gezeigt. Jetzt ist die Freigabe. So, jetzt habe ich genug geredet. Es gibt hier also auf der Seite nochmal, kleintv/biologie. Heute bin ich die ganze Sache. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind noch mehr Leute dabei.